Smart Country, wenn es Digitalisierung einsetzt, um den Menschen mehr Teilhabe zu ermöglichen. Gerade denen, die in der heutigen noch analogen Welt diese Teilhabe vielleicht nicht vollständig haben. Das kann Zugang zu Bildung sein, Zugang zu Gesundheit, aber auch zum Beispiel für Menschen mit Behinderung Zugang zur Arbeit, dank eben digitaler neuer Möglichkeiten. Deutschland gehört nicht zu den digitalen Vorreitern in der Welt, unter anderem auch, weil es uns relativ gut geht, unser Land funktioniert gut. Deswegen haben wir weniger nach digitalen Alternativen gesucht und auch suchen müssen. In der Konsequenz bedeutet das, weder ist der Staat besonders digital, noch haben die Unternehmen besonders digital innovative Geschäftsmodelle und auch die Kompetenzen der einzelnen Bürger sind heute noch überwiegend analog. Auch da ist noch Verbesserungspotenzial, gerade im Vergleich zu anderen Ländern und anderen Regionen. Wir brauchen auf der einen Seite die richtigen staatlichen Rahmensetzungen. Das bedeutet Infrastruktur, schnelles Breitbandnetz, aber auch die geeignete Rechtsetzung, Gesetze, die eben digitale Innovationen ermöglichen. Und auf der anderen Seite müssen wir aber investieren auch in die Kompetenzen der Einzelnen, der Bürger, der Unternehmer. Das fängt im Bereich der Schule mit digitaler Bildung an, geht über digitales Lernen, aber auch Ökosysteme, wie zum Beispiel welche, in denen digitale Startups entstehen können, müssen gefördert werden. Also Rahmen richtig setzen und das sogenannte Enabling, das Ermöglichen, ob nun durch Ökosysteme für digitale Startups oder in die Bildung der Einzelnen, dann funktioniert unser Land auch in der digitalen Gesellschaft. Wir werden nur dann ein Smart Country, wenn alle gemeinsam handeln. Das sind die Politik und der Staat, das sind die Unternehmen, aber auch die einzelnen Bürger sind aufgerufen, ihren Beitrag zu leisten. Der Staat muss den richtigen Rahmen setzen, die Unternehmen müssen investieren in die neuen Geschäftsmodelle und die einzelnen Bürger müssen die Chancen der Digitalisierung sehen, nicht nur die Risiken. Die Risiken, die gilt es zu vermeiden durch richtige Gesetze und Rahmengesetzgebung. Aber wir als Bürger, aber natürlich auch als Unternehmen, sollten die Chancen für mehr Teilhabe, für mehr Chancengerechtigkeit der Digitalisierung ergreifen.